Was ich wirklich toll finde, diese Liebe zu den Kindern und dieses Wohlwollen, das ist für mich Motivation genug. Das heißt, ich bin hier hingefahren und hatte überhaupt keine Inhalte im Kopf. Ich wusste, okay, es hat was mit Gruppen zu tun, obwohl ich gar nicht unbedingt mir jetzt überlege, mit Gruppen arbeiten zu wollen. Wollte ich aber wissen, was Daniel hier praktisch lehrt. Und die 3 Tage, die wir jetzt hatten, die waren für mich fantastisch. Ich bin Sigrid Heinrich, ich bin 51 Jahre. Ich bin von Haus aus Therapeutin, Physiotherapeutin, führe mit meinem Mann Oliver Heinrich zusammen eine Praxis für Osteopathie und mit Schwerpunkt Säuglingsosteopathie. Und nebenbei gibt es dann auch noch den Coaching-Anteil. Ich bin Wingbirth Coach. Ja, ich liebe meinen Beruf. Im Prinzip, durch das Wingwave Coaching wurde mir ja ein unglaublich tolles Tool schon seinerzeit zur Verfügung gestellt, was ich so unglaublich großartig finde. Und das findet sich ja hier zumindest im IERT, ne, EMDR, als Bestandteil von IERT wieder. Was allerdings ganz klasse ist, wie Daniel das verbindet mit anderen Tools. Es geht also eben nicht nur einfach um Blockadenlösung, sondern auch um Ressourcenaktivierung, was natürlich auch im Wingwave-Coaching der Fall ist, aber hier eine Vielfalt, ein Ideenreichtum. Also ich sage jetzt mal, der Dr. Future Backcheck, Timeline-Arbeit mit Kindern, die 5-Punkt-Methode, die Teamaufstellung fürs Kind. Das ist einfach schon ein Potpourri. Was ich sehr schön finde, die Kombination IERT mit Malen. Das ist für mich so ein Highlight gewesen. Ich glaube, da kann man ganz, ganz viel mitmachen. Also es ist einfach toll, die Ergänzung zu haben. Und vor allen Dingen, bei Daniel ist es rund. Er hat eine sehr humorvolle Art, die Inhalte rüberzubringen. Ich finde, er ist ein großartiger Kommunikator. Also ich höre unheimlich gerne zu und wir lachen sehr viel im Unterricht. Also von daher ist es für mich keine Mühe. Ich sitze nicht da im Unterricht und denke, okay, wann haben wir denn jetzt Pause? Es ging mir an manchen Abenden so, wo ich gedacht habe, nö, das könnte man noch weitermachen, weil es einfach so spannend ist. Ja, und was ich als letztes natürlich betonen will, ist, ich finde ihn unglaublich wertschätzend. Und wenn er von seinen Kindercoachings erzählt, dann höre ich auch diese Liebe, das hatte ich am Anfang schon mal gesagt, zu den Kindern und zu den Menschen raus. Und ja, das imponiert mir.